Jetzt gibt es noch ein paar besondere Potenzen, die man kennen sollte. Die sehen zwar teilweise echt wild aus, aber wenn man weiß, was man mit ihnen machen soll, ist es halb so wild. Alle Potenzen mit der Hochzahl 0 sind immer gleich 1. Heißt, habt ihr eine Zahl hoch 0, ist das Ergebnis, ganz egal, welche Zahl hoch 0 gerechnet werden soll, immer 1. 1 hoch 0 ist gleich 1. 2 hoch 0 ist gleich 1. 3 hoch 0 ist gleich 1. 5468 hoch 0 ist gleich 1. Alle Potenzen mit der Hochzahl 1 sind immer gleich die Zahl, die in der Basis steht. Heißt, habt ihr eine Zahl hoch 1, ist das Ergebnis gleich die Zahl, die unten in der Basis steht. 1 hoch 1 ist also 1. 2 hoch 1 ist 2, 3 hoch 1 ist 3, 485.364 hoch 1 ist gleich 485.364. Das Ergebnis einer Potenz mit negativer Basis und geradem Exponenten ist immer eine positive Zahl. Das Ergebnis einer Potenz mit negativer Basis und ungeradem Exponenten ist immer ein negatives Ergebnis. Denn Minus mal Minus ergibt Plus und Plus mal Minus ergibt Minus. Wichtig hierbei, die Klammer um die Basis nicht vergessen. Manche Taschenrechner brauchen diese Klammer nämlich unbedingt. Alle Potenzen mit einer negativen Hochzahl können als Bruch umgeschrieben werden. Im Zähler, also oben im Bruch, steht dann immer eine 1 und im Nenner, also unterm Bruchstrich, steht die Potenz, aber ohne negatives Vorzeichen im Exponent. Heißt, aus 1 hoch minus 3 wird 1 geteilt durch 1 hoch 3. Aus 2 hoch minus 4 wird 1 geteilt durch 2 hoch 4. Und aus 3 hoch minus 5 wird 1 geteilt durch 3 hoch 5. Alle Potenzen mit einem Bruch als Exponent können als Wurzel dargestellt werden. Die Zahl im Zähler des Exponenten, also die oberste Zahl, bleibt dabei als Exponent, also weiterhin oben bestehen, und die Zahl im Nenner des ursprünglichen Exponenten gibt an, welche Wurzel gezogen wird. Heißt, aus 1 hoch 1/2 wird die Quadratwurzel aus 1 hoch 1. 2 hoch 3/4 wäre die vierte Wurzel aus 2 hoch 3 und 5 hoch 2/3 wäre die dritte Wurzel aus 5 hoch 2. Gleiches gilt natürlich auch für Potenzen, deren Exponent ein negativer Bruch ist. In diesem Fall steht aber alles im Nenner und im Zähler schreibt man wieder eine 1. 1 hoch minus 1/2 ist also gleich 1 geteilt durch die Wurzel aus 1 hoch 1. 2 hoch minus 3/4 ist gleich 1 geteilt durch die vierte Wurzel aus 2 hoch 3 und so weiter. So viel dazu. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Potenzen mit der Hochzahl 0 sind immer gleich 1. Potenzen mit der Hochzahl 1 sind immer gleich die Basis selbst. Potenzen mit negativer Basis und gerader Hochzahl sind positive Zahlen. Potenzen mit negativer Basis und ungerader Hochzahl sind negative Zahlen. Potenzen mit einer negativen Hochzahl können als Bruch umgeschrieben werden, indem im Zähler die 1 und im Nenner die Potenz aber ohne negatives Vorzeichen im Exponent steht. Potenzen mit einem Bruch als Exponent können als Wurzel dargestellt werden. Der Zähler des Bruchs wird zum neuen Exponenten und der Nenner des Bruchs gibt an, welche Wurzel gezogen wird. Potenzen mit negativem Bruch als Exponent können ebenfalls als Wurzel dargestellt werden. Hier rutscht die ganze Wurzel dann aber in den Nenner und im Zähler steht die 1. So, ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht zu hoch für euch und ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das Ergebnis einer Potenz mit negativer Hochzahl ist... Manche Taschenrechner... Taschenrechner...